Fabrizio Sepe ist seit 20 Jahren Chef im Serengeti-Park. Sein ganzes Leben hat er hier im Heidekreis verbracht. 1974 zog Vater Paolo Sepe von Italien mit seiner Familie nach Hodenhagen. Seine Kindheit hat Fabrizio soeben mit den süßen Parktieren verbracht. Inzwischen gehört der tägliche Rundgang zu seinen ersten Aufgaben. Dabei hat er den Adlerblick, sagt er. Und für seine Mitarbeiter hat er immer ein Ohr und ein Lächeln parat. Aber woran erinnert sich Mr. Serengeti Park eigentlich ganz besonders gerne? Also mein allererster Kuss, da war ich 9 und das war, sagen wir mal so, meine Jugendliebe. Und das war hier im Park. Und 2007, als wir 42.000 Besucher hatten an 2 Tagen, das war wie so unser kleiner Woodstock. Fabrizio Sepe hat auch noch ein ganz großes persönliches Ziel, das er verwirklichen möchte. Die magische Grenze von 1 Million Parkbesucher zu knacken. Serengeti-Parkchef Fabrizio Sepe, ein Niedersachsen-Original.